Hallöchen, Popöchen. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko. Wir spielen heute wieder das schöne Spiel Sea of Stars. Und Leute, die früher eine Super Nintendo haben, die werden dieses Spiel einfach lieben. Die eine Super Nintendo hatten, meine ich. Die werden das Spiel lieben. Und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Lass doch einfach ein bisschen Liebe da, ein Däumchen hoch, hilft dem Video weiter voranzukommen, vor allen Dingen auch dem Kanal. Und wenn du Bock hast, schreib was in die Kommentare, damit wir uns einfach mal austauschen können und unterhalten können. Wir starten jetzt rein. Letzte Folge, Garl ist gestorben, war sehr traurig und jetzt sind wir wieder bereit und machen uns auf den Weg über das Sternenmeer, um dem Flashman seinen Arsch zu treten. Es gibt in der Stadt einen Fischer, er meinte, er wollte sich irgendwo niederlassen. Das sind für eklige Pflanzen hier. Ich werde heute Abend an Garl denken, hat Besseres verdient. Okay, wir gucken. Wir gucken uns jetzt erstmal überall um. Ich muss auf dem Feld arbeiten, aber ich kann nicht wegen der vielen Dornen. Gibt in der Stadt einen Fischer, er meinte, er wollte sich irgendwo niederlassen. Hä? Wir haben einen Schatz aus unserer Kindheit immer noch. Schöne Erinnerung. Ja. Traurig irgendwie, ne? Er will auf dem Feld arbeiten, aber wir können die Dornen nicht platt machen. Also ich kann es noch nicht. Wie traurig, dass Garl fort ist. 25 Gold. Hä, aber da drüben war doch auch ein großes Gebäude. Da bin ich nicht rein. Ne. Aha. Championspiel. Das lassen wir uns mal überraschen. Boah. Direkt ja auf Hardcore. Auf Hardcore Gollum. Wer ist er da oben? Nehme ich alles. Da bin ich dabei. Der kann heilen, da um einen Punkt, ne? Das ist auch heftig unfair irgendwie, aber ja, okay. Bin ich dabei. Oh, Melli ist schon da. Sekunde. So. Was ist denn jetzt passiert? Also. Oh, wir haben einen goldenen Steinmetz. Der Krieger ist fast fertig und hat sich nicht geheilt. Okay, wir kloppen den jetzt erstmal ordentlich eine rein. Doch, er hat sich geheilt, glaube ich. Also wir erhöhen unsere Mauer und kloppen dem einfach so vier rein. Das ist ja irre. Und eine Bombe kriegst du jetzt auch noch. Heilt, okay. Das war wirklich ein leichter Kampf jetzt. Nee, wollte ich nicht. Ach, ja. Schmacko. Jetzt macht er natürlich eine Mauer.
keine Priester. Kaum noch einen blauen. Oh. Und tschüss. Hat gesessen. Hey, ihr habt gewonnen. Glückwunsch. Hier ist euer Preis. Ein Goldrad. Das ist der Fischer? Oh, hallo. Ich bin ein reisender Fischer, der sich irgendwo niederlassen möchte. Jetzt, wo ich herumgekommen bin, möchte ich an einen entspannten Ort ein Fischerhaus eröffnen. Der perfekte Ort, sagt ihr? Na bitte. Dann auf nach Mirit. Ich will heute eigentlich gar nichts tun. Aber egal, die Welt kann so grausam sein. Egal, das muss ich erstmal sagen. Alter, ist jetzt gut. Zurück zum Himmelsrad. Also, wir können auch direkt zum Schrein, wenn ihr wollt. Ich werde da sein. Trauern alle. Alles eine Sache der Perspektive, oder wie war das? Wofür brauchen wir die? Notenblätter machen gar keinen Sinn bis jetzt. Wie gefallen euch unsere Lieder? Neue Noten? Ah, her damit. Mhm. Neue Noten? Her damit, okay. Die spielen also 5 verschiedene Tracks. Verstehe. Jetzt ist sie weg, die Yolanda. Hallo, Yolanda, ich werde hier sein, hast du gesagt. Na toll. Aber einen Schuss in den Ofen. Bist du uns jetzt da durchbrüllen wieder?
Manno. Wir hätten auch den einfachen Weg nehmen können, wa? Warte mal, hätte mich der Riese nicht auch da hochschießen können? So. Immer dieser Stress zwischendurch. So, ab nach oben, beam me up, Scotty. Scotty, Scotty, beam mich hoch, Scotty, beam mich hoch. 4, 3, 2, 1, Scotty, beam mich hoch. Hä? Bin einfach so in den Arm hochgehoben, ohne Grund. Ihr seid zurück. Unser Beileid zum Verlust eures Freundes. Unsere Welt betrauert eine gute Seele. Danke. Der Schläfer wurde besänftigt und ist erwacht. So ist es. Dahinter, im Hintergrund fliegt er. Ihr wollt also eure Belohnung, ja? Ja, wir erbitten Zugang zum Sternmeer. Seid ihr bereit für die Reise? Wie sind wir? Murmel, Murmel, Flüster, Flüster. Wissen Sie, was Sie erwartet? Wir wissen nicht mal, was das Sternmeer ist. Es ist die Passage, die ihr beschreiten müsst, um die Reise zu vollenden. Sie liegt im Kern unserer Welt. Das unendlich Große im unendlichen Kleinen. Wie gelangen wir dorthin? Das werden wir zu gegebener Zeit besprechen. Erst müsst ihr alle Reisenden registriert werden. Bitte versammelt eure Gruppe. Ehrenwerter Rat, wenn ihr eine Ausnahme machen könntet, würde ich gerne als Kapitän in Klischee reisen. Meine Mannschaft, sie... Mummel, Mummel. Wir erlauben es. Danke.
Okay, versammelt euch in einer Linie. Ich verstehe immer nicht, warum sie sich als zwei Personen ausgibt. Nehmt Aufstellung, Reisende. Sonnenklingentänzer Sail. Nächster. Mondmönchin Valer. Nächster. Nächster. Brauch gar nichts sagen. Piratenkapitän Klischee. Nächster. Ich werde das Sternenmeer bereisen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Kinethan. Name und Aufgabe bitte. Piratenwindmagier Kinethan. Mummel, Mummel. Mummel, Mummel. Der Fehler muss bei uns liegen. Wir vernachlässigten ihn. Nächster. Piratenquartiermeister Jacko Voltrade. Nächster. Erster Piratenmart, Jolande Edelmut, wohlwollend Abriss, Eile, Aussicht, Erfindergeist, jederzeit dienstbereit, Fortwall. Gefunden. Nächster. Geistersteuerfrau Hortens. Schon bei einer früheren Reise registriert. Nächster. Fahrende Historikerin Tix. Freigabe erteilt. Solin. Du führst diese Gruppe? Ja. Wir gewähren euch hiermit Zugang zum Sternenmeer. Wenn ihr erlaubt. Das war ein ordentlicher Strudel. Die vier versunkenen Riesen markieren den Zugang. Geht nun und segelt dorthin, wo man euch besonders braucht. Danke, wir nutzen die Gabe, um Frieden zu bringen. Viel Glück, viel Glück, viel Glück. Wollte mir jemand die Regenbogenschnecke vorenthalten, hä? Kukach. Tschüss. Danke, Kurka. Was ist denn jetzt da oben aufgetaucht? Was soll das Himmelsreich sein? Soll das Himmelsreich sein, ne? Naja, okay, verstehe. Wisst ihr, was ich gerne machen würde? Bevor wir jetzt weiterreisen. Ich muss einmal zu den... Den hier? Ob ich den Eingang finde? Eigentlich einen schnelleren Weg hin. Ne? Ich glaube, das war der Pfad, wo man auch das mit der Sonnengeschichte machen konnte, ne? Nervt mich nicht.
Hä, jetzt möchte ich den doch wieder hochziehen. Ach, alles erledigt. Ich verstehe. Falsch rum gemacht, ich Idiot. Ich bin auch selten doof, ne? Oh, rein in die Futterluke. Hier greife immer noch ich zuerst an, damit das klar ist. Einfach schwupp, schwupp und weg hier, komm. Schillern da irgendwas erhalten? Erzeugt am Kampfbeginn eine weitere Stärkungsladung, Angriff oder Enterhaken. Okay, das wären dann schon zwei. Was hat sie? Das hat er ja auch, ne? Okay, das heißt, sie braucht's nicht. Damit haben wir noch eine Regenbogenschnecke gefunden, Freunde. Ist daneben geschwommen.
hier schon gewesen. Unterm Wasserfall. Hä? Irgendwie nicht. Hab ich irgendwie komplett ausgelassen. One-Hit-Wonder gemacht, Alter. Komm, ich will doch nur zu dem ollen Popelsee. Ich bin ja auch noch daneben gesprungen. So, da wollten wir hin. Hier wollte ich hin, genau hier. Schneckeneinlösung. Boah, 35 Schnecken nochmal. Falkenaugen, Papagei erhalten. Putine. Das war's? Ein bisschen enttäuscht. Hab ich den da gerade bekommen? Oder liegt? Ergänzt die abendliche um einen Schatz suchen. Papagei Dela kann beim Trachten der Karte hinzugezogen werden, um verbleibende Dinge zu finden. Okay. So. Wo führt mich das denn hin hier? Das führt mich nur dahin und dahin, okay. Das ist ja richtig doof. Denn vorher hier weggekommen. Ich habe den Affen befreit und bin dann da oben in dieses Ding rein. Das hat mich aber jetzt nicht zum Boot geführt. Papagei einsetzen. Was? Schatz fehlt, Schatz fehlt. In Mooncradle Crafts. Schatz fehlt, Schatz fehlt. Glücksfahrt. Ich muss noch weiterkommen. Schatz fehlt, Schatz fehlt. In Sonnenwänden schreien. Okay, krass. Okay.
einfach so, ja. Jetzt bin ich erstaunt. Das mache ich dann zum Schluss, wirklich zu allerletzt. Das mache ich wirklich zu allerletzt. Das mache ich dann, wenn wir alles komplett durch haben. Und dann gucke ich, ob ich noch Bock habe, alles zu sammeln. Auf jeden Fall gehe ich jetzt noch nach oben in meine... in die Stadt und guck mal, was da noch abgeht. Ich muss ja ein bisschen mal alles auch auf dem Schirm behalten, ne? Das haben wir ja noch nicht ganz raus. Hier wollte ich mal hin nach Mirth. Was geht ab, ihr Mirtaner? Habt ihr irgendwelche Baupläne? Pläne für eine Taverne? Interessant, an die Arbeit. Mhm. Das hat gut funktioniert. Hattet ihr denn schon jemanden als Betreiber im Sinn? Für den Laden? Interessant an die Arbeit. Neuer Laden in Mirth freigeschaltet. Das hat gut funktioniert. Hattet ihr den Schneemann als Betreiber in Sinn? Und die Fischerhütte. Aha. Dieser spezielle See enthält eine zufällige Auswahl an Exemplaren bereits gefangener Spezies. So, dann fangen wir doch mal hier an und reden mal mit ihm. Hi! Willkommen im Mirths ersten und einzigen Fischerhaus. Nochmals danke, dass ich diesen Ort hier nutzen darf. Ein echter Angeltraum wird wahr. Ihr habt 3 Angel-Upgrades für euch, aber ihr müsst sie euch verdienen. Es ist ganz einfach. Ich beobachte, wie viele verschiedene Spezies ihr schon gefangen habt. Bei gewissen Meilenstellen bekommt ihr Upgrades. Wie klingt das? Gut, im Teich neben diesem Haus gibt es keinen einzigartigen Fische. Ich ergänze aber alle Spezies, die ihr schon gefangen habt. Mal sehen, ob wir die ganze Liste voll bekommen, okay? Hey, ihr wart kürzlich mal angeln. Speziesanzahl ansehen. Hey, ihr habt 16 verschiedene Spezies gefangen. Das heißt, ich habe was für euch. Stereofilament-Angelschnur. Mithril-Angel erhalten. Kugel-Lagerspule. Ah. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Hergestellt aus robustem Material und bei Einholen eines besonders widerspenstigen Empfangs mehr Spielraum zu haben, ehe die Schnur reißt. Kugellagerspule. Dreht sich leichter und blockiert nie, erhöht die Spulgeschwindigkeit. Eine robuste Angelrute, die so stark ist, dass der Fang eingeschüchtert ist und seine Ausdauer schneller verbraucht ist. Okay. Warum nicht? Ja, das wird bestimmt super. Ich kann die Kunden schon kommen hören. Dieser Ort ist perfekt, noch besser als ich es mir vorgestellt hatte. Warum kann ich dir nichts kaufen? Willkommen im Ausrüstungsladen. Aha. Und ihr habt nur Kack dabei. Das ist aber schade. Auffälliges Siegel. Hört die Segelgeschwindigkeit. Aha, kaufen. Auffälliges Segel. Ja, 20% mehr Segelgeschwindigkeit ist okay für mich. Ist das jetzt hier das Ding? Da fehlt mir noch jemand, der da betreiben will. Gast wird gesucht. Aha, mal hier. Nehmen alles mit.
wissen die, dass Karl tot ist? Ältester Morans Haus ist fertig. Ich bin mit deinem Ergebnis ziemlich zufrieden. Was ist das hier, ne? Morans Büroschlüssel gefunden. Ich hätte es schon früher aussprechen sollen, aber ich bin wirklich stolz auf euch. Ich denke, ich finde mich langsam als Dorfältester zurecht. Morans Büroschlüssel. Schöne Verlockung. Na dann, es gibt also besondere Fische und ich habe keinen einzigen gefunden. Irgendwas stimmt doch nicht. Aber jetzt haben wir eine fette Angel und so. Jetzt kann es ja nur gut werden. So, auf in den Riesenkopf. Auf in den Strudel. Suck me in. Los, lutsch mich. Gott. Das ist das Sternenmeer. Das ist ja hübsch hier. Fahrt zur Mitte der Welt. Ja, tschüss. Die hatten wir schon mal als Gegner. Sind die jetzt einfach so durchsichtig mehr nicht, ja? Auf zum Mittelpunkt der Erde. Vielleicht haben wir Glück und kommen dran vorbei. Lauft einfach, spring! Ein Kampf weniger, den wir führen müssen. Hast mich nicht gesehen, du Au! Du Au! Ja, erstmal aus der Welt geschossen. Sehr hoch giftanfällig, ja? Oh, Level up! Na mei. Das hätte ich ja fast überrannt einfach. Auch noch an, ne? Müssen wir auch noch durchspielen wieder. Aber nach dem neuen Update, was jetzt gekommen ist, müssen wir es auf jeden Fall weitermachen. Das Sternenmeer. Warum funktioniert deine Karte hier nicht? Aber das ist ziemlich auffällig, dass wir dahin sollen, oder?
Okay. Das ist jetzt auch einfach geile Grafik, so einfach nicht pixelig. Wie lustig ist das denn bitte? Wie weit ist unsere Heimat entfernt? Secret of Evermore. Warnung, Eindringlinge. Wesen aus anderer Welt haben unautorisiert das Gelände betreten. Beginne Eliminierung. Achtung! Ruhe! Das Vieh. Wir blockieren alle deine Angriffe, Freundchen. Na? Und wir nehmen alle nah zusammen. Aua. Bam. In deine Fratze. Warum greifen denn alle ihn an? Soll er? Kraftschuss. Um die Ecke zum Stehen, aber ist okay. Nochmal. Okay. Der setzt den ein zum Schießen. Guck mal, da kommt Jule. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Was machen wir mit dem? Kloppen wir dem einen rein. Einen behalten wir. Oh, der raucht schon.
Hintergrund. Alles so modern aus. Nichts davon steht in irgendwelchen Aufzeichnungen. Da kommt sie nämlich her aus der Welt. Sarai. Willkommen in meiner Welt. Wir brauchen euch dringend. Sarai, warum hast du nichts gesagt? Mir fehlten die richtigen Worte. Wärt ihr geblieben, wenn ihr es gewusst hättet? Natürlich, ohne dich wären wir verloren gewesen. Meine Welt fiel dem Flashmancer vor langer Zeit zum Opfer. Sie ist völlig verloren. Über uns produziert die Himmelsbasis gemeine Wolken. Wegen ihnen dringt kein Sonnenlicht mehr zum Boden und der Mond, er versenkt ihn im Ozean. Versteht ihr? Keine Verbindung zwischen Mond und Sonne. Keine Kinder der Sonnenwende. Werdet ihr helfen? Das weißt du doch. Wo beginnen wir? Wir gehen zu mir nach Hause. Ich war viel zu lange fort. Meine Leute. Sind sie wie ich? Ja. Nacheinander verwandelt uns der Fluch Katalysator. Eine Maschine des Bösen in Cyborgs. Auf diese Weise von Unsterblichkeit verflucht, zieht mein Volk dahin, während der Eremit der Schmerzen ihre Seelen langsam verschlingt. Sarai, es tut mir so leid. Ihr könnt helfen, genau deswegen ging ich fort, um Krieger der Sonnenwende zu suchen. Euch. Wenn ihr die Wolken beseitigt, kann der Mond wieder erscheinen. Dann wäre der Eremit der Schmerzen verwundbar. Wir würden deine Welt läutern, ich schwöre es. Und ich genauso. Danke. Es wird nicht leicht, die Himmelsbasis zu erreichen, aber vielleicht gab es in meiner Abwesenheit Fortschritte. Gehen wir in meine Heimat, Rupin. Ich werde euch zeigen, wofür wir hier kämpfen. Alter, wie lang ist das Spiel? Was ist mit dem Flashmancer? Er haust auf einem fliegenden Stück Land. Ich habe keine Ahnung, wie man dorthin gelangt. Okay, eins nach dem anderen. Gehen wir zu dir. Rupin befindet sich auf der himmelsblauen Insel östlich von hier. Die alte Fabrik könnte eine Herausforderung sein, aber wir haben schon Schlimmeres erlebt. Also gut, ich zeige euch den Weg. Junge! Auf einmal andere Welt. Nochmal dreimal so lang das Spiel. Geil. Ich freue mich voll. Ich freue mich voll. Wieder so viele Inseln jetzt, oder was? Kann an Bord gehen? Zum Speichern, tatsächlich. Okay, dann speichern wir und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein!